Und warum haben Sie sich eigentlich impfen lassen? Naja, in erster Linie Solidarität, dass wir halt schneller aus dem ganzen Chaos wieder rauskommen. Und ich habe halt auf den Staat vertraut, dass der Staat halt nichts rausgibt oder keine Impfung zulässt, die eben so schwere Nebenwirkungen hat, wie ich es jetzt erfahren habe. Und Sie haben natürlich jetzt aber andere Erfahrungen gemacht. Ja, leider. Einen richtigen Leidensweg. Ja. Können Sie den kurz schildern? Naja, ich bin 2021 geimpft worden, zweimal. Zwei Monate später hatte ich eben die Hirnhautschwellung. Starkes Zittern, was man jetzt immer noch sieht, Müdigkeit. Da habe ich das aber noch nicht so in Verbindung gebracht. Ich habe nicht gewusst, was mit mir einfach nicht stimmt. Dann einen Monat später ist mir dann aber schon bewusst geworden, dass das mit der Impfung zusammenhängen muss. Ich bin immer schwächer geworden, immer müder, ich habe in die Beine immer weniger Kraft bekommen, bin die meiste Zeit nur mehr gelegen, konnte gar nicht mehr auf. Und dann ging es halt los mit einem Ärztemarathon, mehr oder weniger von Arzt zu Arzt, wenn ich dann gesagt habe, ja, das habe ich halt seit der Impfung, dann wurde ich immer abgewunken und na, das gibt's nicht und oder dazu darf man nichts sagen. Also man hat richtig gemerkt, sobald man gesagt hat, im Zusammenhang mit der Impfung ist man sofort abgeschatzelt irgendwie worden. Ja, ja, dann kamen halt unzählige Spitalsaufenthalte, sehr viel Geld habe ich in die Hand nehmen müssen, um eben Blutuntersuchungen und so weiter zu machen. Weil in Österreich gibt es fast nichts, keine Labore, die so spezielle Blutuntersuchungen machen. Das muss man alles nach Deutschland schicken, kostet natürlich dementsprechend Geld. Und ja, dann kamen halt so nach der Reihe die ganzen Diagnosen. Ich habe mit dem Herz Probleme bekommen, habe jetzt auch mit dem Herz einen Schaden erlitten von dem Ganzen. Ich kann nicht mehr gescheit gehen. Ich brauche einen Rollstuhl die meiste Zeit, also ganz kurze Strecken gehen, aber ich kann gar nicht mehr stehen, da fangen mir die Füße, habe ich keine Kraft mehr. Mhm. Also ich habe, glaube ich, 14 oder 15 Diagnosen mittlerweile, schwere Diagnosen auch. Und mein Leben, es ist nichts mehr, wie es war. Also ich bin eigentlich wie ein Pflegefall. Ja. Welche Entschädigung haben Sie bisher von der Republik Österreich erhalten? Und welche Wünsche haben Sie an die Regierung, was da so geschehen muss, damit geholfen wird? Also von bekommen habe ich bis heute gar nichts. Ich muss kämpfen, ich muss ständig Geld ausgeben für Ärzte, damit ich eben Bestätigungen bekomme, dass ich es für den Gutachter dann habe. Die meisten Ärzte sind aber angehalten, uns keine Diagnosen zu stellen, schon gar nicht in Verbindung mit der Impfung. Somit wird es ein ewiger Kreislauf, aus dem man ja, der was wirklich eine Lawine an Geld kostet, ja, weil die Ärzte sind angehalten, uns das nicht zu bestätigen und die Folge davon ist, wenn man es dann nicht bestätigt hat, dass es einen kausalen Zusammenhang zur Impfung gibt, dann bekommt man den Impfschaden nicht bestätigt, das heißt, man bekommt auch von der Republik Österreich auch nichts. Und da stellt sich halt bei mir die Frage, wenn eh so wenig Impfschäden sind, ja, wie von der Republik Österreich oder von der Regierung behauptet wird, warum kann man diese paar Impfschäden dann nicht entschädigen? Also stimmt ja an dieser ganzen Aussage etwas nicht. Ja? Weil entweder sind zu wenige, warum entschädigt man die dann nicht? Oder die Dunkelziffer ist eben so hoch, dass man gar nicht anfängt zu entschädigen, weil es dann eben sehr, sehr teuer werden würde. Ja. Aber ich bin halt der Meinung, das kann man mit Menschen nicht machen. Wir sind aus Solidarität impfen gegangen, wir haben auf den Staat vertraut und jetzt lasst man uns einfach zu Hause in Ruhe sterben. Ich meine, die Regierung meint, sie sitzen das aus. Ich meine, viele Leute sterben auch, es sind doch schon einige gestorben aufgrund von dem Impfschaden. Und für mich stellt sich da die Frage, ob das nicht überhaupt unterlassene ärztliche Hilfeleistung, da fängt es nämlich an, und in späterer Folge auch keine Hilfestellung, ja, vom Staat ist. Ja.
Sie haben in der Pressekonferenz eine Wunschliste vorgelesen, ja, was Sie von der Regierung haben möchten. Ja. Können Sie mir das noch einmal sagen? Sie wollen das noch einmal, was ich, ja, gerne, aber das müsste ich runterlesen. Also wir brauchen und wir wünschen uns Gehör, Anlaufstellen, Anerkennung unseres Impfschadens, Pflegegeld in angemessener Höhe unserer Gesundheitsschädigung, richtige Einstufung der Behinderung, Ärzte, die wirklich helfen möchten und von der Krankenkasse auch dafür bezahlt werden, Therapiekostenübernahme von der Krankenkasse, sämtliche Kostenübernahme der Medikamente, auch alternativ Vitamine und Alternativmedizin, Linderung in jeglicher Form unserer Leiden, Gelder für Forschung unserer Erkrankung, da ja dieses Krankheitsbild neu ist seit der Corona-Impfung, entsprechende finanzielle Unterstützung, um unser schweres Leben etwas erträglicher zu machen, für Putzfrauen und Hilfen im täglichen Alltag. Post-Vac muss anerkannt werden, denn uns läuft die Zeit davon. Ich denke, wir haben alle dann denselben und einzigen Wunsch, wieder unser Leben zurückzubekommen, das wir aus Solidarität und Vertrauen in unseren Staat fast verloren haben. Es soll nicht weiter weggeschaut werden, denn wir sind da und wir haben keine Zeit. Vielen Dank. Ich danke auch. Dankeschön. Herr Nationalratsabgeordneter Hauser, die Mainstream-Medien dürften sich für Impfschäden nicht mehr interessieren. Das hat man heute eigentlich auch bei der Pressekonferenz gemerkt. So ist es. Die Beteiligung bei der Pressekonferenz war die, dass der Mainstream mit Abwesenheit geglänzt hat. Fasst es immer wieder kurz zusammen. George Orwell, 1984, lässt grüßen, das, was nicht sein darf, ist nicht. Und ich habe das auch so in unserem dritten Buch, die gestohlene Normalität, festgehalten. Also sie leben in einer Normalität, die vorgegeben wird von oben. Bedauerlicherweise bekommen also die tausenden Impfgeschädigten keine Unterstützung. Aber wir werden bei dem Thema draufbleiben und deswegen haben wir heute auch einen Antrag präsentiert, den wir bereits im Dezember im Parlament eingebracht haben, den Impfgeschädigten endlich zu helfen. Sie haben heute Fakten, Zahlen aufgezeigt, die eigentlich alle offiziell abrufbar sind und die dramatisch sind, aber trotzdem werden Sie auch vom Mainstream als Schwurbler bezeichnet. Stimmt, so ist es. Deswegen also habe ich heute ganz bewusst auch diese offiziellen Berichte, Zahlen und Fakten immer wieder in die Kamera gehalten und habe die Bevölkerung aufgefordert, bitte holt das aus dem Netz heraus. Jeder kann das. Den Bericht des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen zum Beispiel, wo also die Impfschäden gesammelt werden, bis zum 31.12.2023 zum Beispiel aktuell kommen, im Netz abrufen. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann also die Anfragebeantwortungen, die viele, die ich gemacht habe, im Netz abrufen. So ist es. Ich habe also heute nur Fakten gebracht, wie immer nur Fakten gebracht, die für jeder Mann und für jede Frau nachvollziehbar sind und abrufbar sind. Unterm Strich bleibt, die Einheitspartei, bestehend aus ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS, schieben das auf die Seite und in den Systemmedien wird man als Schwurbler abgekanzelt. Das ist bedauerlich. Wenn man heute die Frau Buchsbaum als wirklich schwer Impfgeschädigte kennengelernt hat, da fehlt mir einfach alles, ja, wie man so wenig Empathie haben kann und solche Personen im Stich lassen kann. Werden Sie bei diesem Thema lästig bleiben und was wünschen Sie sich jetzt von der Regierung endgültig? Ja, natürlich, wir sind die einzige Partei mit unserem Bundesparteiobmann Herbert Kickl, die seit Anbeginn dieser sogenannten Covid-19-Krise auf Seiten der österreichischen Bevölkerung gestanden ist. Und ich sage das immer wieder dazu, auch bei meinen vielen Vorträgen mit Dozent Strasser, die ich österreichweit abhalte. Wir machen keinen Impfgeschädigten, auch nur irgendeinen Vorwurf. Viele wurden in die Impfung hineingetrieben, viele haben die falschen Narrative
der Regierung geglaubt. Jetzt vorwerfen tue ich das nur der Regierung, den parlamentarischen Kollegen, die im Parlament diese falsche Narrative, dass die Impfung wirksam und sicher ist, überhaupt verbreitet haben und die Bevölkerung das geglaubt hat. Also wir werden natürlich auf dem Thema draufbleiben. Und wenn ich heute das Impfschadensgesetz präsentiert habe, kann es doch nicht sein, dass gemäß diesem Impfschadensgesetz, § 2a, nur schwerste Impfschäden und Dauerschäden abgegolten werden, unter Anführungszeichen. Und dann habe ich aus der parlamentarischen Anfragebeantwortung Minister auch zitiert, dass der Durchschnitt der Impfentschädigung in etwa 1.100 irgendwas Euro sind. Das ist erschreckend, wenn man weiß, dass die Personen unglaublich viel Geld aufwenden müssen, damit sie überhaupt behandelt werden, weil sie auf Krankenkassenkosten ja nicht behandelt werden, etc., etc., Therapiekosten und so weiter und so fort. Das wird um 1.000, dass da überhaupt nichts passiert. Auf der einen Seite wird das Geld mit 10 Händen per Fenster hinausgeschmissen. Schauen wir uns an, Kriegstreiberei derzeit. Auch Österreich wird unter Anführungszeichen hochgerüstet, wo Milliarden keine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite lässt man Impfgeschädigte im Regen stehen. Das ist eine erbärmliche Politik. Also Sie wollen die Anerkennung für alle Impfgeschädigten, glauben, haben Sie gesagt? Für alle, natürlich. Es gibt mittelschwere Impfschäden. Gott sei Dank sind nicht alle Personen schwerst impfgeschädigt. Es gibt leichtere Impfschäden. Alle Impfschäden sind zu behandeln, sind anzuerkennen und es sind auch gemäß Antrag, den wir im Dezember Nationalrat gestellt haben, es ist endlich ein Nachsorgeprogramm für die vielen, vielen tausenden Impfgeschädigten in Österreich zu machen, wo organisatorisch, finanziell, administrativ die Voraussetzungen geschaffen werden, dass man diesen Personen endlich hilft. Ich danke Ihnen. Danke, ich danke.